Rückwärts einparken, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang einlegen, links lenken und Kupplung treten und Bremse, Gas geben und... Ja, gut, dachte ich schon, ja, lass die Kupplung nicht mehr los. Ups. So. Oh, scheiße, diese Ringelkurve. Da wird er uns ganz schön abhängen. Ey, verdammte Scheiße. Was macht denn der da? So, wann ist denn der so langsam in der Ringelkurve? So. Ach, nicht mal eine Sekunde oder Vorsprung. Das ist ein leichtes Ziel für uns. Hoffe ich mal, wenn er jetzt nicht gleich wieder bebremst irgendwie so in der Kurve, während wir ihn überholen wollen. Scheiße. Nein. Da ist er noch vor uns. Komm schon, fahr auf die Seite. Nicht auf die Seite, wo ich bin, du Vollidiot. Dankeschön. Ey, ey. Boah, der will mich echt abdrängen hier. Jetzt ist aber mal gut. Scheiße, Mann. Lass mich endlich mal vorbei. Das muss ja nicht so schwer sein, oder? Komm schon. Tritt auf die Bremse, Junge. Oder fahr einfach den längeren Weg. Haha. So, jetzt da oben dürfen wir ja nicht anrennen. Speedbreaker im richtigen Augenblick. Eigentlich jetzt mit NOS gegenlenken sozusagen. Da haben wir es aber noch nicht haben. Oh, da ist auch so eine richtig scheiße. Da darf man ja nicht ein bisschen zu weit rausfahren, weil da haben sie nämlich diese unsichtbare Wand falsch gesetzt. Da kann man ganz leicht anrennen an diesem winzigen Stückchen, das da noch raushängt manchmal. Ist echt blöd. Zumindest auf der Xbox ist es so. So. Sehr gut. We have gewonnen. Oder so ähnlich. So, du kannst jetzt zwei Symbole auswählen, so war es geplant. Diesmal nehmen wir Desta. Und wir probieren es nochmal da. Bitte, 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 bitte. Yeah, baby. Der Stift ist wieder kaputt hier. Ah, der geht. Sehr gut, schon haben wir den zweiten Wagen gewonnen. Und jetzt kommt der nächste, Nummer 13. Bühne frei für Vic. Tor. Vic Vance von GDO. Dieser Typ sitzt schon seit einer ganzen Weile auf Platz 3 fest. Er kommt irgendwie nicht weiter, aber es schafft auch keiner, ihn zu verdrängen. Der Kerl ist faul, aber gefährlich. Jedenfalls kann er mit seiner Karre umgehen und macht dich fertig, wenn er die Chance dazu hat. Ja, ich habe ihn auch. Und ich habe die Chance sehr bald. Lust auf Auto 6? Bist dabei. Lalalala. Ich zeig dir mal was. Ah, das Strafregister. Wir haben hier einen Zugang zur Polizeidatenbank. Die Cops haben ein Strafregister für dich angelegt. Je höher dein Fahndungsstatus ist, desto größer ist der Hype und dein Kopfgeld. Also behalt dein Strafregister im Auge. Ich behalte dich im Auge. Oh, hallo. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall nichts für dich. Du bist so süß. Und du hast nur Glück. Auf der Blacklist bist du, wenn du mehr als Glück hast. Nimm dich da draußen also in Acht, klar? Weil man weiß ja nie, was passiert, oder? Machst du in diesem Wagen etwa auch rum? Mia, keine Ahnung, was du für eine Rolle spielst. Aber ich werd's rausfinden. Deine Tricks sind leicht zu durchschauen. Und wenn er am Ende ist, gibt's auch keinen Wagen mehr umsonst. Du stehst auf ihn, das weiß ich.
Behalt dein Strafregister im Auge. Ich hau ab. Ich ruf dich später an. Tschüss. Bis heute Abend dann bei mir oder bei dir? Das war noch gar nicht fest. Ich bin beeindruckt. Tess hat dich unterschätzt und den Preis dafür bezahlt. Mach nie denselben Fehler. Wir sprechen uns später. Auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal. Wow! Eine Freudenperiode drehen. So, und gleich würde ich mal sagen, ja, hier brauchen wir das Doppelte an Kopfgeld. Das heißt, wir starten hier erstmal mit 175, wobei das eigentlich falsch ist. Wir sollen wir erstmal Kopfgeld, ah, ich weiß nicht, wie der andere Wagen ist. Schauen wir uns erstmal den anderen Wagen an, den wir gewonnen haben, würde ich mal sagen. Der ist schlechter. Das darfst du deiner Oma nicht erzählen, oder? Ah, Junge, was gibt er mir denn da wieder? Na gut, dann Blacklist 15. Rennen. Da werden wir zweimal Radar und die beiden da vorne, schätze ich mal. Ne, die beiden und das zweimal Radar. Fangen wir mal mit Radar an, da kommt wahrscheinlich wieder ein Tutorial, glaube ich. Oder haben wir das schon gehabt? Ja, ich weiß es gar nicht. Beim Radarfallenrennen kannst du zeigen, was dein Wagen drauf hat. Die Karte zeigt dir, wo sich die Radarfallen befinden. Rase so schnell durch die Fallen, wie du kannst. Fällst du zurück, verlierst du Punkte, sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert. Die höchste Gesamtgeschwindigkeit in allen Fallen gewinnt. Mhm, und da fällt mir auf, dass wir das Rennen quasi noch gar nicht machen können. Weil man dazu eigentlich so gut wie immer Nitro bräuchte. Ich werde es trotzdem mal probieren, aber ich kann euch jetzt schon mal ziemlich sicher sagen, das wird kein gutes Rennen werden für uns. Weil man, bis jetzt habe ich es eigentlich immer nur mit Nitro geschafft, sag ich jetzt mal. Weil Nitro reißt dich da sowas von raus. Das war gerade knapp. Ja, 240, genau. Wie gesagt, ich werde es mal probieren, aber ich werde da nicht wirklich was versprechen können. Schauen wir mal, was die anderen da so rausholen. Ah, 280. Und das ist halt übelst schwer, jetzt ohne NOS wieder rauszuholen. Weil sie ja auch mit Vollgas daherkommen normalerweise. Außer so wie jetzt und machen einen kleinen Spritzer unten auf der Randkarte. Bisschen Verfolgungsstoff benutzen. Manchmal bringt's was. Vielleicht können wir ja so viel Vorsprung rausfahren, dass sie sich dann an der Zeit festbeißen. NOS wäre hier wieder extrem gut. Ah, zweiter immer noch. Wie viel? Ja, wenigstens nicht viel. 4 km/h, glaube ich. Ja. Kann ich mal Gas geben? Schauen wir mal. Bin hier echt gespannt. Und nochmal richtig Gas geben. So. Ich hoffe, es reicht dann der Vorsprung. Ja, das dürfte gut ausgehen. Jawohl. Ohne NOS gewonnen. Glaubst du selber nicht, ja? Steig. Sehr gut. Oh, der Rock schon wieder. Hey, ich habe ein paar Infos über die Verfolgungsmeilensteine. Anscheinend werden die vom Blacklist-Fahrern gestellt. Sie fordern jeden heraus, der sich zutraut, ihre Rekorde zu brechen. Wenn du dir einen Namen machen willst, ist das deine Chance. Je mehr Verfolgungsmeilensteine du bestehst, desto berüchtigter wirst du bei den Blacklist-Fahrern. Wow. Ach ja. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal kurz bei unserem Zweithaus stehen. Ah, das ist mir zu demoliert, da bleiben wir nicht stehen. Aber ich glaube, wenn wir so weitermachen, ist bald alles demoliert. So. Am Straßenrand stehen bleiben, die Minikarte öffnen und
Das zweite fahre ich jetzt nicht, oder? Das ist, da starten wir da. Genau, dann nehmen wir das mal kurz. Weil dann sind wir nämlich quasi, wenn wir da starten, dann können wir gleich beim Tuning-Shop stehen bleiben. Dann bauen wir uns jetzt gleich NOS ein. Das können wir überspringen, beziehungsweise wir können dann auch hier gleich zurück zur freien Fahrt umstellen. Dann können wir hier gleich vorfahren. Dann sind wir nämlich gleich da. Ups. Das habe ich immer noch nicht ganz gecheckt, unter was ich das jetzt eigentlich laufen habe hier. Steuerung. Nach oben, bla 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 bla. Bist du ein Vollidiot. Da drüben, wir machten das da schon. Naja, gut. Leistung. NOS. Erst ab 11. Gut, pro gekauft. Was haben wir denn eigentlich da? Naja, es wird schon alles was bringen, gell? Aber das Teil muss erstmal reichen. So. B. Rennen. Dann werden wir ihm hier nochmal ein bisschen auf den Zahn fühlen. So. Jetzt dürften wir hier keine Probleme haben. Aber mit zwei Auspuffen auf der linken Seite sieht das echt cool aus. Das ist natürlich das Problem, dass die Gegner auch noch haben. Aber, ihr seht, das ändert schon was. Puh, das war verdammt knapp. So. Halt's Maul, du hinter mir. Und du Schwuchtel Audi TT, brauchst auch nicht von mir rumfahren. Ist auch so ein Auto, das ich mir nie kaufen würde. Fast 200. Läuft doch ganz gut eigentlich. Und einmal rechts herum. Ah, fahr doch zu, Mann. Dass die immer im bescheuersten Augenblicken bremsen müssen. Ja. Das ist echt schrecklich. Jetzt bremst du wahrscheinlich gleich wieder. Na, zum Glück nicht vor uns. Oh, ich bin Zweiter. Aber das hat er nicht lang. Zack, schon sind wir wieder Erster. Außer es ist echt der Letzte. Das ist total oft, dass derjenige, der total weit abgeschlagen ist, immer dann der Erste ist. Boah. Ja, seht ihr? Aber der ist dann zum Glück immer so weit weg, dass er es gar nicht erst ja, quasi einholen kann. Oder dann die restlichen Punkte. Bin ich bloß mal interessiert, wie weit kommt er noch heran? 988, ja. Sind fast... Ja, fast 100, glaube ich. Irgendwie so. Ah, der Weg schon wieder. Hey, hier ist Vic. Also Klappe halten und aufpassen. Ist mir egal, was du mit den anderen Typen am Laufen hast. Geh mir einfach aus dem Weg. Das sind meine Straßen, kapiert? Halt dich einfach an das, was man dir sagt. Dann ist alles cool. Dann ist alles cool. Und du bist schwul. Ha, voll gedisst, oder? Da hinten ist eine Radarfalle. Die werden wir uns gleich mal holen. Diese 8 Mal. Ja, hier. So, da fahren wir am besten. Naja, probieren wir es mal von da hinten. Vielleicht kommen wir durch. So. Und Fullgas. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie schnell wir da unterwegs sein müssen. Das heißt, ich werde mal keinen Nuss verbraten. Ah, er schon wieder.